Deutschlands ersten Fitnesskochschule. Ich komme gerade vom Training, heute Arme trainiert und ein bisschen Nackentraining gemacht. Naja, auf jeden Fall, heute gibt es ein leckeres neues Rezept. Und zwar kochen wir Lachs. Wildlachs. Kostet 2,80 Euro bei Lidl. Mit Tomaten, also in Tomaten, Zwiebeln in der Pfanne angebraten. In Kombination mit Rosenkohl. Super low carb, eine Mahlzeit unter 4 Euro. Wie das funktioniert, zeige ich dir gleich jetzt. Kommen wir zum ersten Schritt. Als erstes musst du natürlich, wenn du den Blumenkohl frisch kaufst, du kannst ihn natürlich auch aus dem Tiefkühlfach kaufen. Wenn du ihn frisch kaufst, dann musst du ihn relativ schnell aufbrauchen. Und zwar funktioniert es folgendermaßen. Du hast ja hier diesen Blumenkohl und meistens haben die noch ein bisschen schon angewelkte Seite. Das heißt, du schneidest den Kopf an und ziehst dann einfach die Außenseite, die ersten 1, 2, 3, 4 Blätter runter, sodass du im Endeffekt nur noch den schönen, sauberen Blumenkohl hast. Ich zeige es ganz kurz mal in die Kamera. So sieht er dann aus. Unten, wie gesagt, kannst du den Stiel noch entfernen. Dann hast du im Endeffekt, sieht das Ganze so aus. Und dann ist der Verzehr fertig für den Topf. Das heißt, du nimmst dir einen Topf. Sozusagen in live jetzt, ne? Kannst direkt mitkochen. Hast den Topf voller Wasser und machst den Blumenkohl rein. Und du machst natürlich dann so viel rein, wie du gerne haben möchtest. Wenn du für zwei Personen kochst, dann machst du natürlich ein bisschen mehr rein. Und wenn du für eine Person kochst, dann natürlich nur für dich. Kleiner Tipp noch vom Profi sozusagen. Und zwar, am besten legt euch eine Zeitung drunter, weil ihr werdet da so einen ganz großen Haufen Rosenkohlblätter haben. Und dann könnt ihr die nachher einfach zack, ab in die Mülltüte, in den Bioabfall. So ist es natürlich ein bisschen einfacher, also legt euch was drunter. Ich war fleißig, das Netz ist leer und der Topf ist prall gefüllt mit leckeren Rosenkohl. Jetzt mache ich hier noch in den Topf, bevor es losgeht, ungefähr 1 bis 2 Esslöffel oder Teelöffel Salz mit rein, damit es beim Kochen ein bisschen den Geschmack aufnimmt, ein bisschen salzig wird. Deckel drauf und ab zum Köcheln. In der Zeit, wo der Rosenkohl kocht oder durchgekocht wird, kannst du dir schon mal den Lachs vorbereiten. Das heißt, das sind ja schön hier 2 Filets, 250 Gramm und 100 Gramm enthalten 20 Gramm Eiweiß. Somit rechne ich das Ganze mal 2,5, dann sind es 50 Gramm Eiweiß, was hier drin steckt. Also ist eine richtige Eiweißbombe. Und du kannst dir natürlich auch schon mal die Zwiebel und den Knoblauch schon mal klein schneiden, genauso wie die Tomaten. Wenn du Cherry-Tomaten hast, einfach 4 teilen. Wenn du große Tomaten hast, schneidest du sie in Würfel. Wenn du die Tomaten, Zwiebel und Knoblauch klein geschnitten hast, dann kannst du jetzt schon mal das Lachsfilet salzen und pfeffern. Und je nachdem, was für Gewürze du sonst noch gerne drauf haben möchtest, auch noch mit diesen Gewürzen nachwürzen. Ich habe da noch so italienische Kräutermischung. Das heißt, ich fange erstmal an mit Meersalz. Da könnt ihr schön großzügig sein. Eine Seite, dann Pfeffer. Einmal. Und dann habe ich hier halt so eine italienische Kräutermischung. Die gibt es eigentlich überall. Müsst ihr mal gucken im Supermarkt. Da haue ich dann auch noch was drauf. So. Einmal, dann wenden. Jetzt musst du mal testen, ob schon fertig ist. Ihr holt euch mal so einen raus. Schneidet den mal auf. Am besten in 2 Hälften. Und probiert, ob der weich ist. Sehr gut. Schmeckt super. Das heißt jetzt,
können wir mit dem Fisch starten. Ihr zieht einfach den Rosenkohl auf die andere Platte, schaltet die auf kleine Flamme. Jetzt braucht ihr Panik auf der Titanic, eure Pfanne. Legt die drauf auf die Platte, die voll auf Vollgas ist. Füllt dann dort ein bisschen Olivenöl rein. Voilà. Und wartet, bis das Olivenöl sich erhitzt. Das dauert ungefähr so 10 bis 20 Sekunden. Wenn die Tomaten jetzt ordentlich am Köcheln sind, ihr hört es, dann könnt ihr jetzt die Zwiebeln und den Knoblauch dazugeben. So, jetzt musst du die ganze Sache noch ein bisschen würzen. Wieder einfach ein bisschen Salz, Pfeffer und gerne noch mal ein paar italienische Kräuter. Wenn du keine italienischen Kräuter hast, dann lass sie einfach. Jetzt habe ich nur gemerkt, ich habe keinen Platz in der Pfanne, ich habe die kleine Pfanne genommen. Deswegen hole ich erstmal die Zwiebeln und die Tomaten noch mal kurz raus auf den Teller nebendran. So. Und lass den Fisch hier weiter brutzeln. Hol mir natürlich auch das zweite Stück. Leg das auch in die Pfanne. Und geh natürlich hier unten mit dem Herd auf Vollgas. Okay, jetzt seht ihr nochmal hier meine Baustelle. Einmal der Rosenkohl ist noch ein bisschen am Weiterkochen. Und jetzt seht ihr, ich habe den Fisch schon gewendet. Der muss auf jeden Fall so leicht braune Ecken haben, also ein bisschen angebräunt sein. Und hier drüben seht ihr das leckere Tomaten, Zwiebel, Knoblauch. Ja, was kann man dazu sagen? Döschen, Gemüse. Und das werde ich jetzt gleich, wenn der Fisch soweit ist, mit dem Fisch nochmal zusammenbringen. Und dann ist das Ganze schon servierfertig. Leute, es kann angerichtet werden. Ich zeig's mal ganz kurz. Ah, lecker, lecker, lecker. Ich film kurz mal drauf. Lecker, 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 lecker. Leute, das ist eine Eiweißbombe. Zwei Portionen davon. 4 Euro hat mich das Spaß gekostet. 3 Euro der Fisch, 1 Euro das Gemüse. Und somit sind wir bei summa summarum 4 Euro für 50 Gramm Eiweiß. Super low carb. Maximaler Muskelaufbau, maximale Fettverbrennung. Ich wünsche euch guten Appetit. Bleibt mir treu, abonniert meinen Channel, teilt dieses Rezept bei Facebook, damit viele andere auch davon mitbekommen. Bis dann. Tschüss.